Was Ingenieure und Techniker berechnet haben, bringen die technischen Systemplaner in Form. Sie fertigen die Pläne für die versorgungstechnischen Anlagen der Gebäude an, zum Beispiel in den Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär und Brandschutz. Die Ausbildung dauert 3,5 Jahre. Ich habe in der Schule schon das technische Zeichnen gemacht. Und ja, dann habe ich mich erkundigt und bin auf den Betrieb hier gekommen, weil es auch ziemlich der einzigste in der Gegend ist, der so, also den Beruf ausbildet. Die Pläne entstehen heutzutage nicht mehr am Reißbrett, sondern am Computer. Dieser nimmt den Systemplanern zwar viel Arbeit ab, bestimmte Voraussetzungen sind für die Auszubildenden aber unerlässlich. Auf jeden Fall technisches Verständnis haben, rechnerisch natürlich auch dementsprechend fit sein. Weil das ist nicht nur, weil wir am PC schaffen, dass wir nicht mehr kopfrechnen müssen können, sondern sind wir schon wegen Voraussetzungen. Dann sind natürlich auch 3D-Geschichten, was wir zeichnen, also räumliches Sehen ist auch alles zum Vorteil. Der technische Systemplaner ist ein wichtiger Teil des reibungslosen Ablaufes auf der Baustelle. Und hinter seiner Arbeit steckt viel mehr als Pläne zeichnen. Man denkt am Anfang nicht unbedingt, wie viel Planung dahinter steckt im Vornherein, bevor es überhaupt auch ans Zeichnen geht. Was wir jetzt machen, was im Vornherein schon für Berechnungen gemacht werden müssen, dass man nicht einfach irgendwo was einzeichnen kann und sagt, hier kommt zum Beispiel jetzt eine Leuchte hin, sondern dass da auch eine Beleuchtungsberechnung und so weiter im Vordergrund gemacht wird. Das können sich halt viele vielleicht nicht so vorstellen, wenn man es damit nicht jeden Tag zu tun hat. Der Ausbildungsberuf technischer Systemplaner wurde bis 2011 unter der Bezeichnung technischer Zeichner angeboten.